Brigitta Norrenbrook hat ein Händchen für bunte Sträuße. In Palma, der Hauptstadt Mallorcas, betreibt die gelernte Floristin ein Blumenatelier. Den Entschluss, Deutschland zu verlassen und auszuwandern, fasste die gebürtige Oldenburgerin vor 17 Jahren. Also Mallorca ist es geworden, weil ich war hier schon im Urlaub. Das gefiel mir sehr gut. Die Insel ist klasse, schöne Strände, aber hauptsächlich natürlich das gute Wetter. Also ich zum Schluss in Osnabrück gelebt, da ist natürlich viel Regen und viel Wolken. Und da ist das hier natürlich wesentlich besser. Die ersten 4 Jahre arbeitet Brigitta als Angestellte für verschiedene Blumengeschäfte auf der Insel. 2005 macht sie sich selbstständig. Sie mietet in der Altstadt von Palma eine Werkstatt, in der sie ihre Sträuße bindet. Ein Wagnis. Einfach so mal eben geht das natürlich nicht. Es braucht eine Anlaufzeit, weil die Leute müssen einen erst mal kennen und einem vertrauen. Die Mallorquiner sind da auch speziell. Das heißt, die müssen einen erst mal kennenlernen. Mittlerweile hat sie sich eine Stammkundschaft aufgebaut. Ihr Blumenatelier ist kein Laden im klassischen Sinn. Verkauft wird hier nicht. Brigitta fertigt die Sträuße auf Bestellung an und liefert sie aus. Das gehört nicht nur zum Service, sondern ist für sie auch eine kleine Auszeit. Die Lebensqualität ist auf jeden Fall höher. Du arbeitest mehr, aber dafür kannst du auch mehr genießen, wenn du dann Zeit hast. Allein schon das Wetter und die Natur, die Strände und Palma, einfach nur sich hinsetzen und einen Kaffee trinken in der Sonne, das ist einfach ein Traum, das gehört dazu. Da ihr Atelier zu klein ist für einen Ladenraum, arbeitet die 47-Jährige mit einem benachbarten Einrichtungsgeschäft zusammen. Gegen Provision werden hier ihre Sträuße zum Verkauf angeboten. Hi! Wir haben schon auf dich gewartet. Danke. Wir haben so viele Blumen verkauft heute. Bin schon da. Die Kooperation ist für Brigitta eine ganzjährige Einnahmequelle. Bis zu 10 Sträuße fertigt sie jeden Tag für den Verkauf im Einrichtungshaus an. Für Geschäftsführerin Wendy Brown sind ihre Blumen eine Bereicherung. Es sind jeden Tag frische Blumen, sind saisongebunden. Also wir haben jeden Tag die Blumen, die gerade auch überall auf der Insel zu finden sind. Also ich bin ja natürlich stolz drauf. Es ist klar, das ist einer der schönsten, wenn nicht sogar der schönste Luxusladen auf Mallorca. Und es gibt hier eigentlich nur schöne Dinge. Und wenn meine Sträuße dazwischen stehen, ist das natürlich schon eine Auszeichnung. Wie hoch die Provision ist, bleibt geheim. Aber die Floristin kann von den Einnahmen gut leben und die Miete für ihr Atelier bezahlen. Wir sehen uns morgen. Ruf mich an. Bis morgen. Wenn was fehlt, sag Bescheid. Auf jeden Fall. Danke. Tschüss. Ciao. Durch ihre Selbstständigkeit muss Brigitta viel arbeiten. Angestellte hat sie keine. Die wenige Freizeit, die ihr bleibt, verbringt sie am liebsten mit ihrer 11-jährigen Tochter Cleo. Oh, alles gut? Ja. Okay. Vamos? Ja. Ja, danke. Ich bin schon froh, wenn ich dann sie abholen kann vom Bus und ich alle Arbeit erledigt habe bis dahin. Und dann haben wir noch mal Zeit, ein Eis essen zu gehen oder treffen noch Freunde kurz. Wie war Schule? Gut, also was hat wir haben gemacht? Fußball gemacht. Fußball gespielt? Ja. Das Sorgerecht teilt sich Brigitta mit ihrem mallorquinischen Ex-Mann. Wochenweise lebt Cleo bei ihr oder dem Vater. Deutsch spricht die Fünftklässlerin nur gebrochen. Ihre Heimat und ihr Geburtsort ist Mallorca. Deutschland kennt sie nur aus Urlauben. Es ist immer gut, nach Hause zu kommen und dahin zu gehen. Zu kommen. Und manchmal glaube ich auch, dass das gut wäre, in zwei Plätze beide Zeiten sein könnte. Mehr als eine kurze Mittagspause bleibt Brigitta heute nicht mit ihrer Tochter. Die Floristin muss eine neue Bestellung fertig machen. Die Blumen bezieht sie von einem mallorquinischen Großhändler. Mit welchen Blumen sie arbeitet, ist von der jeweiligen Saison und Verfügbarkeit abhängig. Ich sehe, was ich da habe und dann fällt es mir halt ein. Das ist halt die Kreativität, dass du weißt, nach vielen Jahren halt auch, was du kombinieren kannst, was gut aussieht zusammen. Es kommt auch auf die Jahreszeit drauf an, welche Farben gerade da sind. Von Ende März bis Mitte Oktober ist Hochzeitssaison. Ob ein verspielter Hochzeitsbogen, ein Brautstrauß mit Olivenzweigen oder eine bunte Tischdekoration. In diesen Monaten ist die Auftragslage besonders groß. Im März hatte ich ein Event für 350 Gäste. Das war schon viel Arbeit. Da hatte ich aber auch Hilfe. Und da ist noch eine deutsche Floristin eingeflogen, die mir geholfen hat. Aber das war schon viel Arbeit. Der heutige Auftrag fällt kleiner aus und geheiratet wird auch nicht.
Für eine Boutique liefert Brigitta die Dekoration für den Verkaufsbereich. Hola, Natalia. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va? Va bien. Está bien. Hay gente. Qué bonitas flores. Gracias. Das Modegeschäft beliefert Brigitta jede Woche mit frischen Blumen. Bei der Zusammenstellung hat sie freie Hand. Der größte Kritiker ihrer Arbeit ist sie selbst. Wenn ich hier weggehe, muss es schon so sein, wie ich es gerne haben möchte. Da habe ich auch schon eine Idee im Kopf. Und wenn das nicht passt, dann wird es passend gemacht. Also es soll auf jeden Fall so sein, wie ich mir das vorstelle. Nos gustan las flores de Brigitta porque son super originales, creativas, tienen mucho color. Te gusta, sí. Va bien. Super bonito. Está bonito, ¿no? Sí. Dale. Muy bien. Spanisch bereitet Brigitta nach 17 Jahren auf Mallorca keine Schwierigkeiten mehr. Am Anfang sah das allerdings anders aus. Das kam erst mit der Zeit. Das kommt also, wie man so schön sagt, Bock a Bock in Mallorquin. Und den Umgang braucht man. Ob das jetzt in der Schule ist, mit den Eltern oder mit den Freunden oder den Nachbarn. Du musst halt sprechen. Wenn du sprichst, dann lernst du es auch. In der Altstadt von Palma befindet sich auch Brigittas privates Reich. Gemeinsam mit Tochter Cleo bewohnt sie eine Dreizimmerwohnung. Obwohl sie schon so lange auf Mallorca lebt, vermisst sie oft ihre Verwandtschaft in der alten Heimat. Meine Familie, die sind alle in Deutschland. Und dann einfach mal irgendwie, so wie andere auch hier, die Oma da zu haben. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber es ist nun mal nicht so. Aber ich fliege ja zweimal im Jahr hin. Brigittas beste Freundin auf Mallorca ist Christiane Haberkorn. Sie ist vor 22 Jahren ausgewandert und vermietet Ferienwohnungen. Ihre Tochter ist genauso alt wie Cleo. Was macht Paula? Ja, die fliegt ja jetzt nächste Woche nach Dublin für 3 Wochen. Oh, ja. Die wird dich bestimmt vermissen. Ey. 3 Wochen ist schon 3 lang. 3 Wochen ist lang, wollen werde ich sie vermissen. Was hast du denn mit Cleo geplant? Cleo wird Sommerschule auf jeden Fall, irgendwie surfen wir sie auf jeden Fall. Kennengelernt haben sich die beiden Wahlmallorquinerinnen im Wartezimmer einer Arztpraxis. Es ist natürlich immer schön, deutsche Freunde auf der Insel zu haben. Dann hat man die gleichen Wurzeln und Kindererziehung oder im Arbeitsleben, dann ist man sich, ja, kann man sich mal ein bisschen austauschen. Mallorquiner haben natürlich wieder eine ganz andere Lebenseinstellung und das ist immer schön, auch mal sich in seiner Sprache zu verständigen. Freunde, gutes Wetter und ein florierendes Geschäft. Der Traum vom Auswandern ist der selbstständigen Floristin geglückt. Mallorca ist schon mein Zuhause. Nach all den Jahren und dass meine Tochter und ich hier halt wirklich integriert sind, gibt es auch kein Zurück mehr, außer ich würde hier von der Insel verstoßen werden. Aber wenn es nicht sein muss, man weiß ja nie, was passiert, dann ist es auf jeden Fall hier mein Zuhause. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt Brigitta daher aus. Beruflich und privat ist sie auf der Baleareninsel angekommen.